Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Wir haben schon mal gespielt gegen Stockfish auf Lichess, und zwar genau gesagt ich. Und die 8 Stufen haben sich als ziemlich knifflig erwiesen. Die ersten 6 habe ich schlagen können, aber Stufe 7 und 8 waren zu schwer. Da habe ich verloren, sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz. Und mir ging es darum, euch einen Weg zu zeigen, wie man Langpartien spielen kann, Langpartien trainieren kann, ohne dass man davon abhängig ist, ob man jetzt einen vernünftigen Gegner findet online oder nicht. Und auch wollte ich euch so ein bisschen vermitteln, was ich mir überlege während der Partie, was ich spiele und so weiter. Und als ich damals verloren habe, war das Thema erstmal für mich abgehakt. Aber so im Hinterkopf habe ich mir gedacht, Stufe 7, war da nicht vielleicht was drin? Könnte ich nicht zumindest gegen Stufe 7 vielleicht so ein Remis schaffen? Und deswegen habe ich gedacht, komm, es gibt eine Revanche. Ich muss sowieso mal trainieren. Deshalb spielen wir jetzt gegen den Computer. Spiele mit dem Computer findet man gleich auf der Startseite. Wir sagen Standard. Wir machen Bedenkzeit so lange, wie wir wollen. Also es geht uns nicht darum, dass wir hier schnell spielen, sondern es geht darum, dass wir wirklich ruhig spielen und gewissenhaft spielen, uns Gedanken machen, bewusste Entscheidungen treffen. Wir wählen Stufe 7. Wir wollen sehen, wie stark ist Stufe 7. Und wir geben dem Computer schwarz, das heißt, wir spielen weiß. Und welcher Stockfisch wird hier verwendet? Hier wird der 13-1er verwendet, also relativ aktuell. Und er hat eben eine begrenzte Rechentiefe, ich glaube 20 Halbzüge oder irgend sowas. Und jetzt schauen wir mal. Also wir haben Weiß, was spielen wir? Wenn ich es jetzt angehe wie irgendwo ein Turnier oder so, würde ich wahrscheinlich die Eröffnung spielen, die ich am besten beherrsche. Man könnte sich auch sagen, wir spielen hier gegen den Computer, also probieren wir irgendwas vielleicht Wildes, aber da wird er uns wahrscheinlich taktisch dann auch überlegen sein. Also versuchen wir es mal mit D4 und gehen in das Londoner System. Und das sind alles Standardzüge. Die ersten Züge spiele ich jetzt wirklich so mein Eröffnungsrepertoire. Als nächstes kann so etwas kommen. Da ist jetzt die Frage, bauen wir erstmal hier unsere Bauernpyramide oder spielen wir erstmal den Springer raus? Wenn E6 kommt, können wir eigentlich immer den Springer rausspielen. So, jetzt kommt der Läufer. Wenn wir uns jetzt dazwischen stellen, das ist ein Zug, der geht, das ist okay. Dann kann sich aber viel abtauschen. Dann ist das Spiel schon ziemlich, ja, remislastig. Normalerweise würde ich zurückgehen. In der Hoffnung, dass er schlägt, ich mit den Bauern zurückschlage und eine offene Linie für meinen Turm bekomme. Und ich spiele mal so, wie ich gegen einen Menschen spielen würde. Und nicht in dem Bewusstsein, dass ich hier gegen eine Engine spiele. Die Stockfish-Engine ist hier angegeben mit einem, können wir da hinscrollen? Nein, schaffe ich nicht ganz, mit einem Lichess-Rating von 2700. Ich bin ungefähr so 2100. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Das ist aber auch nicht zu vergleichen mit Elo oder so. Das heißt, ich bin kein 2100er und die Engine wird hier auch nicht spielen wie jemand, der 2700 hat. Das wäre ja schon super Großmeister. Also so stark spielt die Stufe 7 nicht. Jetzt habe ich meine Bauernstruktur aufgebaut, habe ihn aber nicht dazu verleiten können, zu schlagen. Jetzt überlege ich mir, entwickle ich den Läufer auf dieses Feld.
Oder spiele ich den Springer rein? Spiele jetzt doch den Springer rein. So, er greift nochmal an. Und ich decke noch einmal. Jetzt schiebt er die Seite zu. Jetzt habe ich dieses Feld nicht mehr. Dann stellen wir uns nach E2. Er expandiert. Die bewegen sich eben nicht. Also ich kann hier auch nichts schlagen. Ich kann jetzt hier auch noch nicht den Vorstoß machen, weil er, wenn er hier reinschlägt, steht mein König noch hier im Weg rum. Das heißt, ich gehe jetzt doch mal mit dem König aus dem Weg. Er expandiert weiter. Das ist das, was er hier droht. Ich frage mich, ob es eine Drohung ist. Habe eigentlich jetzt nichts dagegen, wenn die Seite auf sich zuschiebt. Jetzt habe ich die Türme verbunden. Auch interessant. Und jetzt fange ich, jetzt habe ich die Eröffnung jetzt ja halbwegs überstanden, 12 Züge. Die Türme sind verbunden. Meine Figuren sind halbwegs irgendwohin sinnvoll entwickelt. Jetzt fange ich immer erstmal an und schaue, hat er irgendwo Schachs, hat er Schlagzüge. Also was ist hier irgendwas Schlimmes, wenn er hier schlägt? Nein, es ist alles gedeckt. Dann schaue ich selber, habe ich selber Schachs? Das bringt nichts. Kann ich irgendwas wegnehmen? Bringt auch nichts. Und danach schaue ich nach meinen Figuren. Kann ich Figuren von mir besser stellen? Kann ich Figuren von ihm schlechter stellen? Also kann ich sie einschränken, zum Beispiel wenn ich jetzt den Bauern vorziehe, dann könnte der nicht mehr hier hingehen. Kann aber sowieso nicht hingehen, also bringt das auch nicht so viel. Ein bisschen muss ich aufpassen, dass der Springer noch irgendwo ein Feld hat, wo er hingehen kann. Wenn jetzt der irgendwann angegriffen wird, dann habe ich sonst ein Problem. Ich schaue auch, hat er starke Figuren, die ich vielleicht wegtauschen kann. Der Läufer ist gut, komme ich da irgendwie ran. Wenn ich damit durch bin, schaue ich mir die, denke ich mir mal alle Figuren weg und schaue mir nur die Bauernstruktur an. Meine und meine schönere Farbe und seine. Und überleg mir, wo habe ich Bauernvorstöße? Oder wo habe ich auch Vorposten für Figuren? Hier bin ich ja schon auf so einem Vorposten.
Und hier ist ein Bauernvorstoß und hier ist einer. Wenn ich den spiele, dann lade ich so ein bisschen ihn ein, dann habe ich hier so einen Bauern, der ein bisschen schwach ist. Gefällt mir nicht so gut. Also der Bauernvorstoß ist das, was ich jetzt bevorzugen würde. Müssen wir bloß sehen, wie wir den durchkriegen. Und das andere ist, wenn ihr hier so einen Bauernsturm habt, auf einer Flanke, schaut, ob ihr einen Gegenangriff in der Mitte oder auf der anderen Flanke machen könnt. Das ist so der beste Weg, um die so einen Angriff den Druck wegzunehmen, indem man Initiative entfaltet. In der Mitte ist meistens mit mehr Wumms-Effekt. Also wenn man in der Mitte irgendwas aufreißt, dann passiert immer ein bisschen mehr, als wenn man jetzt hier an der Seite irgendwas macht. Also aus der Überlegung, dass hier ein Angriff ist, finde ich den Vorstoß gut und versuche den jetzt vorzubereiten. Er kommt mit dem Bauern vor. Wenn ich den spiele, dann hat er eventuell einen Weg hier rein. Deshalb überlege ich mir jetzt, kann ich meinen Bauernvorstoß jetzt spielen oder versuche ich das hier nochmal zu blocken? Also blocken, den würde ich wahrscheinlich einfach wegschlagen, damit ich da mal ein bisschen Ruhe habe. Also ich spiele jetzt doch noch einmal hier, um diesen Vorstoß zu verhindern. Und als nächstes den. Jetzt kommt er also doch. Der Springer hat jetzt hier eine Route dort rein. Ich könnte ihn schlagen, wenn er da drin steht. Und mache meinen Bauernvorstoß. Oder ich tausche. Dass die Seite zu ist, stört mich eigentlich nicht so. Wenn ich schlage, schlägt er vielleicht hier. Wie schlage ich zurück? So. Ich hier schlage, dort schlage, hier schlage, steht die Dame hier, dann kann ich den Bauernvorstoß immer noch machen. Schauen wir mal, ob er zuerst hier schlägt oder hier schlägt. Immer erstmal schauen, habe ich irgendwo Schachs? Also habe ich irgendwie was? Habe ich noch irgendeinen Zwischenzug oder irgendwas? Hier könnte ich noch einen Schach geben. Dann schlägt er mit der Dame hier, dann steht die Dame dort. Ist es besser, wenn die Dame dort steht, als wenn sie hier steht? Schach, schlagen, schlagen. Schlagen,
schlagen. Na, dann können wir den Bauernvorstoß nicht spielen. Schach, Schach, Schach. Ziemlich ähnlich. Sehe ich einen Unterschied? Komisch, der zeigt nicht immer dran vorbei. Steht die Dame besser hier? Oder dort. Wenn sie hier steht, ist er wieder dran. Wenn sie hier steht, bin ich wieder dran. Ja. Was war das? Er schlägt nicht. Okay, der Springer hat keinen Weg hier raus. Das ist mal klar. Was war das? So. Also, wir haben hier ein Schach. Wir haben da ein Schach, das nichts bringt. So, das sind mal die Schachs. Schlagzüge. Ich kann den schlagen, ich kann so schlagen. Ich kann hier schlagen, ich kann dort schlagen. Wenn ich den schlage, dann kann der hier Schach sagen. Ich gehe weg. Ja, das ist, da muss man sich ein bisschen sammeln. Oder mal aufstehen, ausschütteln, einen Schluck trinken. Können wir da jetzt draus einen Vorteil ziehen? Gut, ich schlage den. Dann kann er hier den Läufer mit einem Schach retten. Ich gehe weg. Und der Läufer hat kein Feld. Wenn er den denn schlägt, schlage ich den, dann hätte ich eine Figur gewonnen. Wenn ich den schlage, übersehe ich etwas? Ich schlage hier. Wie rettet er den? In deinem Schach. Ich gehe rüber. Er schlägt den mit dem Turm, damit der Läufer weiter gedeckt ist. Und dann spiele ich G4. Der Läufer ist gefangen. Läufer schlägt hier rein. Ich schlag zurück. Dame kommt hier
rein. Gehe ich da matt. Springer kann doch hier reinkommen und dort matt drohen. Oh gut, die Dame steht hier, ich stehe hier. Und dann gehe ich mit dem, der hängt auch noch. Den Läufer dazwischen. Kommt hier das Schach. Geh rüber. Er geht rüber. Sehr ein Dauerschach. Also das sieht sehr gefährlich aus. Hier in der Ecke. Rüber Alternative. Was ist die Alternative? Die Alternative ist ich. Habe einen Bauern verloren. Dann schlagen wir hier. Er schlägt mit Schach. Ich gehe rüber. Er schlägt so. Wenn ich versuche, ihn einzusperren, opfert er sich, steht mit der Dame hier und kann den Turm auch noch rüberbringen. Kann doch nicht angehen, dass das ein guter Zug war. Schach. Schlagen. Schlagen. So, wie schlagen wir jetzt? Schlagen wir so, damit die Struktur hier intakt bleibt. Und dann spielen wir immer noch hier auf den Bauernvorstoß. Oder schlagen wir so, dass wir gleich die offene Linie haben. So, ich greife hier immer in einen Bauern an, den ignoriert er. Was ist sein Plan? Will er es hier zuschieben? Dann gewinne ich einen Bauern. Und muss sehen, dass meine Dame da wieder rauskommt. Ich kann schlagen, aber naja, schlagen bringt nichts. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier mit meinen. Den kann er wegnehmen. Wegnehmen. Springer hier, Springer dort, Springer dort. Gehen wir hin.
Er geht vorbei, das war ja so ein bisschen erwartet. Und jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Wenn wir hier reingehen, sind wir schon sehr passiv. Wenn wir hier rausgehen, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht verlieren. Also hier können wir reinschlagen mit der Gabel oder den nehmen, dann helfen wir ihm aber, dass seine Bauernstruktur wieder okay ist. Schlagen wir den oder nicht? Also wir stehen jetzt ja sehr geengt. Wenn ihr so bedrängt steht, hilft euch normalerweise jeder Figurentausch. Wollen wir hier nochmal angreifen? Und dann kann er den auch nochmal decken. Wollen wir mit dem Bauern angreifen? Der ist durch den Springer gedeckt und der ist durch den gedeckt. Den nehmen wir raus. Er schlägt mit dem Turm. Der ist hier ziemlich tot hier. Können schlagen. Also gut. Wir können den auch rausspielen. Verdoppelt. Hier vorgehen, dann haben wir einen Turm, ist unser Läufer total tot. Aber wir kriegen den auch nicht irgendwo. Der bleibt ja auch gar nicht aktiv oder irgendwas. Oh, er tauscht. Wir tauschen. Junge, Junge. Das ist mein Sorgenkind. Das kann der Held werden, weil seine Bauern stehen alle auf Schwarz. Also wenn ich hier alles getauscht bekommen hätte, dann wäre das der Held, der hier alles wegfrisst. Also wir schlagen. Er kommt mit dem Springer. Dann kommen wir rüber.
Weil er kann nicht schlagen, weil die Dame hängt. Das schicken wir ein Stoßgebet hinterher, dass das funktioniert. So, jetzt gehen wir hier rüber. So, der ist jetzt bedroht, weil die Dame gedeckt ist. Puh. Endspiel. Schlagen, schlagen. Das Problem in diesem Endspiel, also der Vorteil ist in diesem Endspiel, die Bauern stehen auf Weiß. Da kann ich mit dem Läufer hin. Der Läufer hat bloß nicht wirklich ein Weg dorthin. Und das Problem ist der Springer. Der kann mir hier reinkommen. Und da ist die Frage, kann der hier so manövrieren, dass er mir die Bauern weggrast? Ich habe das Gefühl nicht. Also tauschen, tauschen. Hat der einen Weg? Ich mich hier mit dem König hinstelle, können die durchbrechen hier. Oder kann ich die blockieren? Zusammen mit dem Läufer. Also, ideal, Idee für ihn. Kann er hier rein und kann er hier was angreifen? Aber das müsste ich hier beherrschen können mit dem König und dann muss mein Läufer mit den Bauern die aufhalten. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Also tauschen, tauschen. Hat der Springer Wege, hier auf der Seite reinzukommen? Auch nicht, da schlage ich ihn weg. Man muss als Schachspieler auch ein Gefühl dafür entwickeln, in langen Partien, wo lohnt es sich zu rechnen, wo lohnt es sich Zeit zu investieren, mal durchzuatmen oder einen Schluck zu trinken. Ein Tipp ist auch, ihr könnt mal aufstehen. Wenn ihr am Zug seid, geht nicht raus, aber aufstehen könnt ihr. Schaut euch mal die Partie von weiter oben an, guckt mal runter oder geht auch mal auf die andere Seite, gedanklich oder körperlich, und schaut euch das Brett mal von der anderen Seite an. Wir haben noch eine Stunde Bedenkzeit. Der Computer hat natürlich viel schneller gezogen. Und ich bin mir sicher, dass das hält. Und wenn er es ungünstig spielt, ist vielleicht sogar noch mehr möglich. So, jetzt überlegen wir erstmal, kriegen wir hier eine Festung aufgebaut, die hält und durch die er nicht durchkommt. Also wir hatten ja schon gesehen, er kann hier hinten reinkommen. Aber dann könnten wir uns mit dem König hier hinstellen und da passiert dann nichts.
Jetzt müssen wir bloß sehen, wie befestigen wir die Seite. Wir könnten hier den hinstellen, damit er hier kontrolliert. Der Springer könnte. Hier rein, das stabilisieren wir durch den Bauern. Also der Bauer hierhin und der hierhin. Dann kann der Springer nicht eindringen auf der Seite. Man müsste vorbereiten, vorbereiten. Dann brauchen wir uns noch mehr vorbereiten. Dann hauen wir weg, er haut weg. Gut, das ist sozusagen jetzt die defensive Variante gewesen. Der Bauer hierhin, der Bauer dorthin. Das kontrolliert dann diese Felder. Den kann er dann nicht einfach spielen, den muss er vorbereiten. Wenn er kommt, schlagen wir. Und Wartezüge habe ich auch genug. Der Läufer kann hin und her ziehen. Also Festung sollte halten. Jetzt schauen wir nach dem Sieg. Den vor. Vorbei geht nicht. Decken. Schlagen schlägt er zurück und dann wieder die 2. Also ich sehe nicht den Weg für die für einen Sieg. Deswegen haben wir jetzt erstmal hier die Festung. Und jetzt ist hier die Frage, können wir hier noch auf etwas spielen? So, den vor. Er schlägt, ich schlage. Kann der Springer hier irgendwie reinhüpfen? Bitter wäre natürlich, wenn der nachher der Computer sagt, ja, locker gewonnen. Und ich habe hier langweilig auf Remis geschoben, aber. Im Zweifelsfall, wenn der Springer hier rein will, über die Seite irgendwo, müsste er eigentlich immer mir irgendwo vor die Flinte laufen. Und ich träume ja schon noch davon, dass ich hier irgendwie rauskomme. Und dieser Traum ist mir mehr wert jetzt. Ja, der Computer. Computer macht es auch gut.
gibt sich keine Blöße. Manchmal kann man auch noch überlegen, ob man hier einen wegopfert. Er schlägt zurück und hat meinen Freibauern. Hat allerdings keine Figur mehr und dann mit den drei Bauern komme ich hier ja auch nicht durch. Vielleicht opfert er ja noch was. Aber mal Remis anbieten. Ah, ne, kann ich nicht. An der Struktur ändern wir hier nichts. Wenn 50 Züge kein Bauer bewegt oder Figur geschlagen wurde, ist es auch Remis. Also irgendwann hat es ein Ende. Ja, ich kann leider kein Remis anbieten. Ist ausgegraut. Aber wir haben jetzt zumindest eine Stellung, haben wir schon doppelt erreicht. So, bloß nicht zu schnell ziehen. Will er tatsächlich noch hier rein? Okay. Mein König kommt natürlich auch nicht weiter. So, den nehmen wir raus. Hier kann er nicht rein. Jetzt ist eine Figur geschlagen. Jetzt geht es nochmal 50 Züge weiter. Ja, man muss immer schauen, nicht, dass sein König plötzlich einen Weg hier rein hat. Also, machen wir mal den vor und dass der König dann hier plötzlich irgendwo in die Stellung reinläuft. Aber das ist ja auch ein recht weiter Weg hier. Und nicht vergessen, ich bekomme ja auch einen Freibauern und bin nah genug mit dem König da drüben. Also hier ist nichts mehr möglich. Jetzt müssen wir bloß noch die dreimalige Stellungswiederholung hinbekommen. Jetzt geht es wieder 50 Züge los.
So. Ich gehe zurück. Er schlägt, ich gehe ran. Er deckt. Ich gehe rüber. So, was brauche ich? Ich brauche einen Rand bauen. Das Problem ist jetzt nicht, dass ich den Randbau nicht aufhalte. Das Problem ist, dass er mit denen dann schlagen kann und mit dem durchläuft. Das ist sozusagen das Problem, das ich habe. Also, gehen hoch, er geht rüber. Gehe rüber, er schlägt. Ich gehe rüber, er geht rüber. Ich gehe zurück. Er geht vor. Ich gehe rüber, er geht vor. Ich gehe rüber. Er geht rüber. Ich muss zurück. Oh nee. Schade. Das ist ärgerlich. Also, muss ich hier bleiben, damit ich näher dran bin? Dann rüber. Ich muss hier bleiben. Wir machen jetzt keine ausführliche Analyse. Die mache ich nicht. Würde ich euch aber empfehlen, dass ihr eure Gedanken, die ihr hattet, einfach nochmal durchgeht.
Aber wir schauen uns schon die ein, zwei Schlüsselstellen gleich nochmal an, weil ich war mir so sicher, dass ich meine Festung habe und dass er da nichts machen kann. Jetzt hoffen wir nochmal, dass die Rechentiefe vielleicht nicht reicht, um dieses Endspiel zu Ende zu spielen. Also so unsere letzte Hoffnung auf das Remis. Aber irgendwann macht er dann doch den richtigen Zug. Leider. Mal sehen, ob er jetzt wieder alle Züge durchprobiert. Jetzt irrt er sich doch noch in die richtige Richtung. Und jetzt ist es zu Ende. Und da gebe ich auf. Schade. Ich dachte, ich schaffe hier endlich mal ein Remis gegen Stufe 7. Denkst du, hinterher aufs Analysebrett gehen, Öffnungsbibliothek anmachen, Engine anmachen. Ich mache mir immer drei Varianten an. Und wir brauchen jetzt hier keine tiefgehende Analyse. Ich klicke es nur noch mal ganz schnell durch. Ah ja, das ist auch eine gute Idee, was hier stimmt. Jetzt könnte man vielleicht doch hier den Bauern Vorstoß machen. Das ist aber auch alles nicht falsch. Hier war die interessante Stelle. Er geht weg. Und meine Überlegungen waren tatsächlich richtig. Also ich habe tatsächlich den besten Zug gefunden. Ich hatte ja den überlegt. So, so. Turm schlägt hier. Und jetzt den einsperren. Aber er hat jetzt. Er hat jetzt eine Figur gegeben, aber es ist natürlich brandgefährlich für mich. Und zur Not hat er das Dauerschach. Also das war alles okay. Moment. Ah ne, das war bloß. So. Tauscht, tauscht. Raus, rüber, tauschen. Ach ja, genau. Mit der Dame hier eindringen. Ja, schade, das wäre auch ein guter Zug gewesen. Bin weggegangen, hab getauscht.
und habe jetzt meine Festung aufgebaut. Also ich hätte ja nichts tun sollen. Ich hätte hier tatsächlich bloß nichts tun sollen. So, jetzt schauen wir noch mal das Manöver, als er mit dem Springer rein ist. So, hier kam man mit dem Springer rein. Dann hätte ich auch stehen lassen können. Ja, rausgenommen. Und das war der Fehler, also so ein unscheinbarer Zug. Ich muss hier bleiben, ich muss hier in der Ecke bleiben. Wenn er jetzt hier schlägt, ist sein König zu weit weg und ich komme ran. Also so ein unscheinbarer Zug. Ich habe gedacht, okay, vielleicht will er mal hier reinlaufen irgendwie. Also gehe ich mal darüber. Und dieser Zug war der Verlustzug. So gemein sind Endspiele. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Ich habe mich jetzt ein bisschen geärgert, weil ich war knapp dran am Remis und habe es wieder nicht hinbekommen. Es hilft eben nichts, 66 Züge gut zu spielen. Wenn der 67. nicht passt, verliert man trotzdem. Schade, es war trotzdem gutes Training. Ich bin jetzt so unzufrieden eigentlich auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.